Dieter Bohlen kam gleich nach SDR3 Leute mit Matthias Holtmann zu mir. Er gab damals keine Interviews bei privaten Radios, weil die total unwichtig waren. Aber sein Begleiter sagte, du, da ist so ein kleiner Verrückter bei Antenne 1. Das ist der Upcoming Mega Radiostar. Da müssen wir hin. Außerdem liebt er dich abgöttisch. Singe Sie auch? Ja. Haben Sie auf der vorletzten Single gesungen? Vorletzte? Oder auf der jetzigen? Auf der jetzigen? Auf Praying to the Aliens. Super, wie heißen Sie? Nadia. Nadia, super. Und ich machte es Dieter schön gemütlich wie zu Hause. Ich wusste, er mag Obst, also habe ich frisches Obst gekauft. Ich habe ihm Schwarztee gekocht und ihm eine Postkarte hingestellt, wo Sand, Meer, blaues Wasser drauf war. Habe ich alles aus eigener Tasche bezahlt. Ich holte ihn unten an der Pforte ab. Er kam mit einer fetten 600er S-Klasse und er parkte auf dem Kurzparkerparkplatz direkt an der Pforte. Da darf man nur 15 Minuten parken. Und der Pförtner hat gleich Theater gemacht und hat geschrien, ich lasse sie abschleppen. Dann habe ich gesagt, das will ich sehen, wie sie dem Herrn Bohlen seine S-Klasse abschleppen lassen. Und der Pförtner, der wusste gar nicht, dass Gott gerade den Sender betreten hatte. Meine Uli Schwender hat leider den falschen Mann geheiratet. Blonde Maus, ich liebe dich immer noch. Im Vorfeld haben sie mich bei Antenne alle ausgelacht. Du, mit deinem blöden Dieter Bohlen. Aber als er da war, haben sie sich alle die Nase an der Studioscheibe platt gedrückt. Alle wollten einen Blick auf Gott erhaschen. Es läuft jetzt, ja. Also Achim, zunächst möchte ich dich mal fragen, war denn der Herr Bohlen sehr ausgeruht, als er vom Herrn Holtmann kam? Oder war er noch voller Euphorie für dein Interview? Du kannst gar nichts sagen. Ja, wie sieht er denn aus? Beschreib ihn mal. Ist er ein Macho? Ich kann's immer noch nicht sagen. Also wenn er nichts antwortet, weiß ich nicht, was ich fragen soll. Ein Team. Ein Hund, ein Wolf. Genau. Ja, der Herr Jürgen kennt doch mal einen anderen. Und die Bettina fährt nach Saarndorf und macht noch einen Ausflugstipp fürs Wochenende. Hey Leute, ihr habt gerade Redaktionskonferenz gehabt. Wenn es nicht mehr klappt, hier drin gibt es noch ein bisschen Koks. Oder weil wir uns ja schon seit Jahren kennen, wir saßen ja schon früher im Sandkasten zusammen, erzähle ich immer meinen Hörern in meinen Sendungen, solange ich die noch habe, oder bist du erpresst worden von der Plattenfirma oder stimmt alles gar nichts? Also nichts stimmt, also wir kennen uns überhaupt nicht und wir waren aber eben in der Stadt und dann kann man sowas ja, also der meinte eben, wir sollten ja mal kurz vorbeifahren und so und sowas kann man dann ja schnell mitmachen, das ist ja kein Problem. So kurz, richtig. Kurz vorbeifahren, Album vorspielen. Und dann geht's weiter. Du warst ja nicht schon immer Dieter Bohlen. Was hast denn du vor Modern Talking gemacht? Dein Vater hat ein Bauunternehmen gehabt. Bist du da früher Traktor gefahren oder Bagger oder Planierraube? Also Dieter Bohlen bin ich, also seitdem ich diesen Planeten erblickt habe, bin ich Dieter Bohlen. Also es ist kein Künstlername oder irgend sowas. Ja, ich habe mein Abi gemacht, habe studiert, habe mein Examen gemacht und habe mir dann eben überlegt, wozu ich am meisten Lust habe. Und ich hatte eben immer am meisten Lust zu Musik und ich hatte mir da damals so das Ziel gesetzt, ich probiere das mal 2-3 Jahre und wenn ich keinen Erfolg habe, mache ich irgendwas anderes. Ne? Und dein Daddy, ist der stolz auf dich? Also der hätte lieber eigentlich gehabt, glaube ich, dass ich seine Firma mache. Und aber mittlerweile, ach, die sind alle ziemlich locker, meine Eltern sind sehr, sehr locker, ich verstehe mich unheimlich gut mit meinen Eltern. Denen ist das viel wichtiger, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht. Also ob ich jetzt eine Platin oder eine goldene mehr habe oder so, das interessiert ja die nicht so sehr. Stimmt es, dass dein Daddy zu dir gesagt hat, den Erfolg, den hast du nur ihm zu verdanken? Das stimmt überhaupt nicht.
stimmt nicht. Also vielleicht habe ich da vorhin was Falsches gehört, so auf einer anderen Frequenz. Nee, also ich weiß nicht, also das habe ich auch nie gesagt. Mhm. Nee, ich hätte natürlich, wenn ich die Firma meines Vaters übernommen hätte, hätte er natürlich mein Leben lang gesagt, also dass ich ihm dann das zu verdanken hätte. Das ist ja klar. Ich meine, wenn man eine Firma übernimmt und mein Vater hat die aufgebaut, aber ich meine, also das habe ich eben nicht gemacht. Ich bin da doch in den bisschen schwierigeren Weg gegangen, der jetzt natürlich, sieht natürlich für alle unheimlich easy aus. Jetzt im Moment mein Leben und so, und der hat tierisch Erfolg, aber ich meine, es gab ja auch eine lange Phase vor meinem Erfolg oder so, und die war also nicht so berauschend. Ich meine, ich habe mich da wirklich tierisch gequält, auch jetzt. Man sitzt ja wirklich monatelang im Stück, also ich habe jetzt 5 oder 6 Monate im Stück im Studio gesessen und so, und das ist schon, also kein Samstag, kein Sonntag mal Feierabend gemacht oder irgendwas. Das ist schon ganz schön stressig dann, ne? Und wir haben also viele Alben gemacht, ich habe ein Album gemacht mit Kershaw, George Moroder zusammen, haben wir die Bonnie Tyler produziert. Ich war ja in Amerika die ganze Zeit, ich habe diese Dionne Warwick-Geschichte gemacht für mein Album, für das Blue System Album. Und ich habe den Roy Black produziert und also habe viele Sachen gemacht. Ich bin gerade dabei, den letzten Schimanski zu machen, der im Dezember laufen wird. Und das ist schon eine ganz schöne Knochenarbeit manchmal. Ne? Das allerneueste Album, hast du das jetzt verstanden? Das ja. Allerneueste Album. Das sag mal, allerneuestes Album. Weiß nicht, kann ich nicht. Also das allerneueste Album heißt so viel wie das allerneueste Album von Dieter Bohlen, heißt Déjà-vu, und die Single heißt genauso. Cut. Schnitt. Alles einfach laufen, ja? Immer noch im Studio, Dieter Bohlen. Dieter, alles, was du brauchst, um glücklich sein zu können. Hen I gehört, das heißt so viel, wie habe ich gehört, ist eine Tasse Tee, Schwarztee und blauer Himmel. Hier steht der Tee und hier habe ich eine alte Postkarte ausgegraben. Ist das geil? Gefällt dir das? Das gefällt mir sehr gut. Also auf Obst stehe ich eben. Obst steht auch hier, muss man sagen. Also ich esse den ganzen Tag Obst. Das ist übrigens auch gut fürs Gehirn. Kann ich dir auch nur empfehlen. Ja. Und weil also immer nur Fleisch und Fisch und so, also selber Dioxin ist da drin und diese ganzen Gifte. Gestern habe ich übrigens wieder einen Artikel gelesen, also man soll am Tag einen Apfel essen. Also wie gesagt, also mir bringt es was, blauer Himmel sowieso, damit ich gut drauf bin, Tee, damit ich ein bisschen munter werde und so, und alles andere brauche ich eigentlich nicht so sehr. Und das Geld? Brauchst du Geld? Nicht mehr. Nicht mehr. Hast du genügend davon? Ja. Tagesablauf. Wie lebt denn ein Popstar? Oder findest du die Bezeichnung blöd, Popstar? Nö, ich bin ja ein Popstar. Wann stehst du auf so morgens? Ja, so um 8. Und also das ist ein bisschen atypisch, also mein Leben zu denen. Also ich weiß, dass normalerweise man glaubt, also ein Popstar feiert Partys, schnupft Kokain und hat tierisch viel ja, Party, dicke Autos und so weiter, aber ich meine, diesen Rock'n'Roll-Lebensstil da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich habe mich deshalb auch total zurückgezogen. Ich wohne jetzt auch auf dem Dorf, da wohnen 800 Leute nur. Mhm. Allerdings ein Bekloppter mit mir, und zwar mit dem Mike Krüger. Wir wohnen also in der Nachbarstraße, wohnt Mike. Und nein, also Bekloppter war jetzt natürlich Spaß, weil wir beide verstehen uns sehr gut. Ja. Aber wir wohnen da hinten auf dem Dorf, da ist null Rummel. Da gibt es einen Laden, so einen Tante-Emma-Laden. Mhm. Und ich ziehe mich total da aus diesem ganzen Schickimicki-Zeug. Also ich gehe zum Beispiel grundsätzlich nicht auf Partys. Und ich, also die freie Zeit, die ich immer habe oder so, laufe ich da bei mir durch den Wald und so und jogge viel und versuche einigermaßen gesundes Leben zu führen, um als Pendant zu dieser stressigen, zu diesem stressigen Job, den ich eben habe. Ne? Aber vor vielen, vielen Jahren, ganz früher, als das alles begonnen hat, da bist du sicherlich auf vielen Partys gewesen. Auch nicht so. Also ich war noch nie so ein Partytyp. Beim Promoter hat mir erzählt, das musst du mir jetzt sagen, ob das stimmt, ob das eine infame Lüge ist oder nicht. Du hättest früher die Promoters, also du bist immer auf die Partys gegangen, wovon du wusstest, da sind die alle, die Plattenpromoter, als die Platten Bohlen, Modern Talking, noch überhaupt nicht liefen. Hättest die Promoter in deinen Golf, hast du einen Golf gehabt, stimmt das schon mal? Früher im Golf? Ich hatte irgendwann mal einen Golf. In deinen Golf gezerrt und hast ihnen deine Demos vorgespielt, stimmt das? Stimmt nicht. Infame Lüge. Infame Lüge. Wo hast du dein neues Album eingespielt? In Los Angeles, in München und in Hamburg. Mhm. Ich habe ja zusammengearbeitet, also hatte diese große Ehre mit dieser Dionne Warwick, erfolgreichste amerikanische Sängerin aller Zeiten zusammen, aber übrigens auch Tante von Whitney Houston und so. Wie kam der Deal zustande? Hast du die angerufen? Ja, ich habe den Spuck. Ja, also ganz so easy ist es nicht, aber es klingt eigentlich ein bisschen wie Märchen. Also ich habe einfach eine Kassette hingeschickt mit einer Demo, nennt man das eben, ne? Wo man eben drauf singt und so ein bisschen andeutet, wie das mal sein soll. Und
3-4 Tage später kriegte ich dann eben den Anruf, dass die Dionne Warwick und Clive Davis ist dieser Manager von Whitney Houston und von der Dionne und von Aretha Franklin, die fanden die Nummer toll. Naja, und dann bin ich rübergeflogen, haben wir den Titel aufgenommen und das war unheimlich toll. Und im Moment sind wir eben dabei am Graben und Arbeiten, dass die Dionne Warwick im Dezember nach Deutschland kommt und dann werden wir so Telestar und diese Fernsehsendung machen zusammen. Cut, cut, cut.